Hallo und herzlich willkommen beim Whisky Turntable. Heute möchte ich mit euch wieder einen Whisky probieren, von dem ich hoffe, dass er mir sehr, sehr gut schmecken wird. Ich habe euch ja bis jetzt Whiskys gezeigt, die ich sehr gerne mag. Habe Whiskys jetzt ja auch schon verglichen. Und gut, letztens hatte ich auch den Tomaten Tuboken oder wie er heißt. Der hier ist so ähnlich. Ein Whisky, wo ich hoffe, dass er, ja, komplett in mein Beuteschema fällt. Es ist ein Kalila, 25 Jahre. Ja, Eiler, groß, glaube ich, größte Brennerei dort, Massenproduktion für Diageo, da den weltgrößten Spirituosenkonzern oder wie es so schön heißt. Die Abfüllung ist schon ein bisschen älter. Ist immer noch zu haben. Ich warte ab, bis er ausverkauft ist und bin dann mal gespannt, wie teuer der nächste 25-Jährige ist. Also, jetzt so steile Behauptung von mir, der günstigste 25-jährige Originalabfüllung von Eiler. Ich gehe mal eben im Kopf durch. Banner Heaven, die haben einen, jenseits 200. Laphroaig, klar, auch jenseits. Bowmore, genau das gleiche. Ja, wen haben wir noch? Kilchoman haben keinen. Bruledig haben zurzeit auch keinen. Ja, Lagavulin, klar, ist auch Diageo, aber die haben ja eh nur ihren 16-jährigen und Distillers Edition, außer dann die Sondersachen, die dann mal kommen. Cask Strength oder sowas. Ja, also, wenn ihr einen Eiler Malt haben wollt, 25 Jahre, also was Älteres, dann ist das der preisgünstigste. Also, vielleicht probiere ich hier auch ein Schnäppchen. Schauen wir mal. Wie gesagt, Verpackung ist schon ein bisschen älter, ist ganz einfach gestrickt. Heute wäre das bestimmt auch irgendwo, ja, imposanter, ganz einfacher Schuhkarton, kaum wertiger als eine normale Pappverpackung. Was steht auf den Etiketten? In dem Sinne totales Marketing, bla bla. Ich habe eben mal drüber geguckt, noch nicht mal gescheite Geschmacksinformationen sind da drauf. Meiner Meinung nach. Was erwarte ich hier? Ein, ja, Ex-Bourbon gelagerten Whisky. Wenn da ein Sherryfass drin wäre, hätten sie es bestimmt draufgeschrieben. Da gehe ich mal stark von aus. Kalila verwendet auch die Standard-Bottle. Da ist keine Prägung, kein Nix drin. Die ist, ja, wie heißt das, gefärbt. So grün, bräunlich. Also kann man auch nichts erkennen. Wo ich gerade beim Thema gefärbt bin. Diageo, klar. Die färben. Ist kühl gefiltert. 43 Volumenprozent, wenn ich nicht lüge. Ja, 43 Volumenprozent, die haben wir immerhin. Ich habe ein Sample besorgt. Nochmal Dankeschön an alle, die solche Samples verschicken. Echt super. Checken wir uns mal ein. Riecht schon gut. Riecht schon richtig gut. Ja, wie gesagt, gibt nichts auf die Farbe. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Wie heißt es so schön? Der Rauch baut sich ab mit den Jahren, soll dann komplexer werden. Nicht so eindimensional. Gut, klar, das Fass gibt ja dann auch noch was ab, so dass dann ein Whisky mit mehr Facetten rauskommen sollte. Ja, Kalila, ich glaube, bis auf die Distillers Edition habe ich da auch sonst noch nichts von probiert. Wie gesagt, ich bin ja auch blutiger Amateur und kann mir da auch nicht jeden Tag eine neue Pulle aufreißen, wie mancher Händler, der Videos dreht. Ja. Rauch ist präsent, aber wer jetzt hier einen Eilerstinker erwartet hätte, total viel platziert. Süß, sage ich auch häufiger, aber der ist richtig süß. Dazu der Rauch. Ja, Karamell wäre so die einzige, einfachste Antwort, die ich jetzt so hätte. Sehr, sehr komplex. Sehr, also klasse Teil.
das jetzt vergleicht mit so einem No-Name Eiler-Stinker, den man sonst so kaufen kann, da sind Welten zwischen. Wie gesagt, ich hatte nur die Distillers Edition, die ist dann natürlich total vom von dem Finish im, ja, die nehmen ja auch eine Art Sherry-Finish, frag mich nicht, Muscatel oder was da drauf steht. Oh, um Gottes Willen, ich will da nichts Falsches sagen. Ich glaube, das ist ein Wein, den wir Whisky-Trinker mit Sherry vergleichen können. Total anders. Ich denke auch wirklich Ex-Bourbon durch, aber dann eben im richtig stolzen Alter. Super. Ich probiere jetzt mal. Jetzt ist der Rauch da. Boah, super. Richtig, richtig schwer. Süß dabei. Würze. Ja, was kann ich da noch beschreiben? Ich Geschmackslegastheniker. Super komplex. Komme ich überhaupt nicht durch. Also, was heißt überhaupt nicht durch? Ich erkenne klar den Rauch. Er ist süß. Frag mich nicht, in welche Richtung das da geht. Ob das dann eher Karamell ist oder was auch immer für Früchte. Aber total vielschichtig. Klasse. Schönes Teil. Wird ja auch vorgeworfen, Kalila eben wegen Massenproduktion und. Ich glaube, wenn in irgendeinem Blend Eiler drin ist, dann ist das von Kalila. Die haben da ja so eine Fabrikhalle hingestellt, die da am Meer liegt und machen da ja wohl mit einer Mini-Besetzung, was weiß ich, wie viele Liter. Aber das machen sie gut. Gibt's nichts zu meckern. Jetzt wird der Rauch geht noch ein bisschen mehr in den Hintergrund. Also mit dem hat man Spaß, ohne Scheiß. Also kann ich jetzt hier gar nicht machen. Meine Videos sind ja eh schon immer viel zu lang, wenn ich da jetzt noch länger dran rumschnüffel. Nehmen nochmal. Super, ohne Scheiß. Und zwar nicht irgendwie so Sherry aufgeladen, was ich ja sehr, sehr gerne mag, sondern einfach Ex-Bourbon-Fass und dann gib ihm 25 Jahre. Ganz einfach. Und auch der Rauch super komplex. Immer, also ich habe ihn immer noch, auch wenn er jetzt ja auf dem Rückmarsch ist, aber eben durch den Rachen, durch den Mund. Wenn ich es rieche. Frag mich nicht. Ich müsst ihr mal gucken, ob er vielleicht irgendwo ausgefeiltere Geschmacksbeschreibungen findet. Aber ich finde den klasse. Ja, ich wiederhole mich ja hier schon die ganze Zeit. Es gibt noch diese Auflage. Wie gesagt, ich glaube, wenn Diageo jetzt irgendwann, wenn das Ding weg ist, ich weiß nicht, ob sie den noch in der Form abfüllen, aber irgendwann kommt da bestimmt ein neues Design, eine Verpackung, irgendwie so. Und dann kostet das Ding eben auch über 200 Euro. Wenn man jetzt sich die Preise von Kalila für die, ja, was haben die da, diesen Unpeated 17 oder 18 Jahre anguckt, ist da auch über 100 Euro. Frag mich nicht, was ich dafür jetzt bezahlt habe, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie dann 25-Jährigen dann da irgendwie für 130 verkaufen oder sowas. Das Ding wird irgendwann dann hochgehen, wenn es nicht mehr diese Abfüllung ist. Okay, in dem Sinne, ganz klare Empfehlung von mir. Daumen nach oben, ich freue mich darauf, den Rest davon an einem langen, langen Abend genüsslich zu probieren und vielleicht entdecke ich ja wenigstens noch eine oder eine andere Sache, die ich rausschmecken kann. Macht's gut, bis dahin. Ciao.